Moin Moin und damit herzlich willkommen. Wir starten zusammen mit der offiziellen deutschen Facebook Rise of Kingdoms Website ein Event. Und zwar geht es um das ausgefallenste City Design for the English audience. Everyone is able to participate, even this event is hosted by the German Facebook Rise of Kingdoms Website. Es geht um das ausgefallenste City Design, die Beispielbilder seht ihr zum Beispiel auf dem Bildschirm. Es geht nicht um das Schönste. Entweder ihr habt schon eins, oder ihr erstellt ein neues. Wie das geht, zeige ich euch mal eben schnell. Und zwar geht ihr unten links auf Gebäude editieren, da wo ihr die platzieren könnt. Dann geht ihr hier drauf und macht eine Kopie. Das empfehle ich euch, wenn ihr zum Beispiel ein neues erstellen wollt. So könnt ihr sicher gehen, dass ihr jederzeit wieder zurückkehren könnt zu eurem alten Design. Es gibt 21 Plätze zu gewinnen. Der 21 Preise, so rum. Der erste Platz, 3000 Gems. Dann haben wir noch 20 zweite Plätze, wenn man das so sagen kann. Diese 20 bekommen jeweils 1000 Gems. Wie macht ihr das? Also ihr macht einen Screenshot von eurer City. Dann geht ihr auf euer Profil. Oben seht ihr die Governor-ID. Die steht über euren Namen. Nicht meine verwenden, sonst gewinne ich hinterher noch euren Preis. Also verwendet bitte eure. Dann geht ihr auf die deutsche Rise of Kingdoms Facebook-Website. Die offizielle. Der Link ist unten in der Description. Und übrigens, die Event-Details könnt ihr alles aus dem ersten Posting entnehmen, der dann hier erscheint. Der ist hier noch nicht zu sehen. Ihr postet also euer Screenshot und eure Governor-ID. Einsendeschluss sollte der 19. sein. Yep, ist der 19. Und wir geben die Gewinner in einem Livestream, welcher dann, denke ich, auch am 19. stattfindet. Oder vielleicht auch am 20. Kommt auf die Auswertung aus. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall geben wir die bekannt. Wie geht das genau stattfindet? Ich denke mal, da wird es ein Voting geben. Vielleicht arbeiten wir da mit Daumen hoch. Sehen wir genau, wie das funktioniert. Leute, ich wünsche euch viel Glück. Wie gesagt, lest euch das Posting nochmal genau durch. Die ganzen Details habe ich hier gerade noch gar nicht auf dem Bildschirm. Und ich wünsche euch viel Glück. Let's go!